Wie soll ich sagen, mein Leben wird eigentlich nie langweilig. Kaum habe ich den einen Auftrag abgewickelt, wartet schon der nächste auf mich. Geheimdienstagenten sind ausgesprochen vorsichtige Leute. Zum Beispiel Nikolai Grodzki, ein alter Freund von mir. Es war ihm gelungen, ein paar super heiße Informationen zu beschaffen und wie jeder gute Agent wollte er sie natürlich nur jemandem übergeben, dem er vertraut. In diesem Falle mir. Und das war auch gut so. Denn dadurch kam ich wieder mal nach Budapest. Und wenn in der Stadt... Wir haben es geschafft, Leute! Fährst du jetzt allein weiter? Ja, Schatz, leider muss das sein. Hey. Hier. Aber du brauchst das doch. Nein, nimm es, du hast es dir verdient. Danke, aber das hättest du nicht tun müssen, Jana. Du hast es dir verdient. Komm mal her. Geh aufs Ganten.